Hallo und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Yay! Wir haben uns das heilige Wasser für den Wasserdrachen geholt, auch wenn ich den Wasserdrachen nicht sonderlich mag. Und ja, jetzt geben wir ihm das Ding mal wieder, würde ich sagen. Ja, würde ich auch vorschlagen. Auf ins kühle Nass. Dieses komische Topfpflanzendrachen-Ding. Ja. Hässliches Teil, wie wird der eigentlich respektiert? Komm, ja. Schraubenschwung. Also, oh, das funktioniert. Hast ihn verfehlt, schade. Hallo. Oh, das ist doch ohne jeden Zweifel heiliges Wasser. Ja, wir haben es ja auch extra geholt. Schnell schütte es in meinen Behälter. Ja. In den Behälter rein, ja. Yeah. Oder du schüttest es einfach auf den Boden. Und es ist irgendwie magisch in den Behälter drin. Schütt's einfach vor dich hin, funktioniert schon. Ich weiß, dass ich damals, als ich an diese Stelle des Spiels kam, habe ich mich vor dem hingestellt, habe die Flasche rausgeholt, habe verwenden gedrückt, habe das auf den Boden geplempert und dann du musst die ganze Weg nochmal zurücklaufen, neues heiliges Wasser holen. Ach du Scheiße. So gemein von dem Spiel. Ja. Ja, der ist ja tatsächlich groß. Ja, sei es ja jetzt wieder geheilt, der scheint ja groß zu sein. Wie hat er überhaupt in diese Flasche reingepasst? Ah, oh, meine Kraft ist zurück. Ja, wenn er krank ist, schrumpelt er. Interessant. Vielleicht hatte der irgendwo so ein Leck und das Wasser, das so an dem Rand fließt, irgendwie ausgeflossen ist. Ist irgendwie so ein Schneckenwesen. Ja. Sieh hin, dies ist meine wahre Gestalt. Ja, scheinbar okay. Hat er sich auch ein Kimono gespawnt. Ja. Oder was in der Art. Vor dir steht der Wasserdrache Firon. Im Namen der Göttin, Hüterin dieses Landes. Die Göttin ist tot. Ja, aber sie hat uns viele Sachen gebaut. Scheinbar hat sie uns auch solche Arschlöcher in den Weg gestellt. Leider. Ja. Du hast mir das heilige Wasser gebracht, Menschenkind. Ja, war nett von uns. Ach, jetzt transformiert er zu Feuer und sagt uns alle offensichtlichen Sachen, die immer gerade passieren. Mir scheint, es war nicht nur Zufall, dass du dir die Wasserdrachenschuppe verdient und die Prüfung der Göttin bestanden hast. Nein, tatsächlich wusste ich ausnahmsweise mal, was ich tue. Unglaublich, aber wahr. Ja. Wie versprochen werde ich dir den Weg zur heiligen Flamme zeigen. Das ist aber nett von dir. Wie bricht man mit dem Kerl überhaupt Schuppen raus? Der scheint eher so aus Wasser zu bestehen, das wie Schuppen aussieht. Mhm. Folge mir! Wie folgt man diesem Ding? Wie kommt der hier überhaupt raus? Teleport! Ah ja, das ist natürlich die beste Möglichkeit, der Transport. Ja. Teleport! Ja, der Transportmöglichkeiten. Ja. Egal. Sieh! Willst du mir etwas sagen, dass in dieser Höhle hinter dem Wasserfall die heilige Flamme ist? Das hätte ja niemand erwartet. Wäre ich ja selber nie drauf gekommen. Es sind nie Geheimnisse hinter Wasserfällen, also wirklich. Ja. Wie ging das noch gleich? Boah. Was in aller Welt? Er lässt Wasser bergauf fließen. Das ist der Jesusdrache. Ja. Na gut, bergauf fließen konnte er auch wieder nicht. Nee. Lang kann über Wasser laufen, lang ist Jesus. Der ist einfach nur, was auch immer er ist. Er ist ein Stöpsel. Hier findest du die heilige Flamme. Okay. Das, wie gesagt, war total unauffällig. Ja. Obwohl der Wasserfall diesen Eingang für viele Jahre versperrte, wieder hätten wir nicht einfach durchschwimmen können, konnten sich dort trotzdem Kreaturen des Bösen eines. Ja, ist ja auch nur ein Wasserfall. Ich weiß, es kann nicht so schwer sein. Du gehst einfach weiter oben auf den Fluss, schwimmst den Wasserfall runter und springst auf der anderen Seite raus. Zum Beispiel. Kann nicht so schwer sein. Ich denke mal, du hättest auch einfach vorne reinklettern können, wenn du dich ein bisschen bemühst. Ja. Jedoch sollte das für einen von der Göttin Auserwählten kein Hindernis sein. Ja, so viele schwierige hier sind auch nicht drin. Ich bin sicher, dass wir beide uns wiedersehen werden, aber sei bitte dennoch vorsichtig. Ja, auf jeden Fall. Bis bald. Okay, und jetzt teleportierst du dich wieder weg? Ja, oder du fliegst einfach oben aus dem Bildschirm und tauchst irgendwann wieder auf. Sein Volk braucht ihn scheinbar. Tschüss, Monddrache. Irgendwann sehen wir dich da oben wieder. Ja. Toll. Ja. Weißt du, auf diesen 2 cm Absprung macht er dann einen Körper, aber wenn ich da in der Höhle von dem Wasserdrachen runterspringe, macht er keinen Körper. Wer weiß lang. Warum. Diese, und hier scheinbar auch nicht. Diese Blätter okay. Sehen aber auffällig aus, als könntest du dich da unten dran haken mit irgendwas. Ernst, sehr auffällig. Ja, dann wollen wir doch mal den nächsten Tempel betreten. Ich wollte gerade sagen, gehen wir doch mal rein hier. Ist doch mal wieder Zeit für eine Animation, wie Link einen Tempel betritt. Haben wir schon lange nicht gesehen. Ja. Wieder voller Ehrgeiz. Ja, der Ernst ist in seine Augen geschrieben. Taps, taps, taps. Diesmal auch mit einem hübschen, glänzenden Schild. Ja, in der Tat, mit einem lilanen vor allen Dingen. Ja. Die Farbe ist noch ein bisschen fragwürdig, aber da kriegen wir auch noch irgendwann hin.
Hey, eine Statue, zu der wir uns nicht hinteleportieren können. Und ja, ne? Eine verschlossene Tür. Der lokale, und ein riesiger Kopf. Der lokale Wassertempel. Hier gibt's welche von diesen großen Vögeln drin? Das Höhlenheiligtum. Das Höhlenheiligtum ist also unser nächster Tempel. Ja, hier gibt's diese großen roten Vögel, die es auch im Wolkenhort gibt, oder sind die das nicht? Nee, das sind andere. Oh. Okay. Es ist nicht unser kaminroter Vogel. Na gut, dann nicht. Auf jeden Fall gibt's hier Vögel. Auf jeden Fall wachsen hier einfach Gras auf Steinen. Ja, ich schätze mal, das ist magischer Untergrund, deswegen funktioniert das. Ja. Und da noch diese Hand ist irgendwas. Ein silberner Rubin? Ja, eine Rubine. Warum ist er nicht? Weil ich mir erstmal den auf Dardanhut hole. Okay. Warum auch nicht? Gut, schwimmen wir erstmal darüber. Ich schätze mal, du musst in einer anderen Richtung weiter. Du wirst schon irgendeinen Grund haben, warum du das gerade tust. Ich glaube, die Hand hat dich gerade gegriffen. Ja, aber man kann die 100 Rubine rausholen, man muss die 100 Rubine sogar rausholen. Okay. Musst du nur mit dem richtigen richtig Timing durchschrauben. Ich hab's noch nicht richtig getroffen. Sobald man die 100 Rubinen hat, geht die Hand wieder auf und dann geht sie zu. Und dann kam machen, damit die Hand zubleibt. Was hat das jetzt gerade überhaupt gemacht, dass die Hand dich gegriffen hat? Du hast keinen Schaden gemacht, oder? Ich musste mich abschütteln. Wenn ich jetzt zu lange da drin gehangen hätte, hätte ich keine Luft mehr gehabt, hätte ich angenommen Schaden zu nehmen. Ah, so. So funktioniert das. Ich dachte gerade, hä, das ist ja total unsinnig, wenn die dir keinen Schaden machen. Bling. Ich find's auch total unsinnig, dass die Hand zögert, wenn du es schaffst, die Rubine zu kriegen. Ja. Aber nicht, wenn du es nicht schaffst, die Rubine zu kriegen und sofort zugreift. Aber hey, Zelda-Logik. Ob wir wohl mal irgendwann dahin müssen? Eine Tür hinter einem Wasserfall. Vielleicht müssen wir erst die Strömung in dem Dungeon umstellen, dann können wir hier in andere Türen rein. Oh mein Gott, da ist ein Bernstein-Halbbogen. Oh Gott, ein wichtiges Item! Da musst du allerdings erstmal einen wunderschönen Schraubensprung hochschaffen, wenn du den haben willst. Ja, und lila Schleime. Unter Wasser. Kannst du die bekämpfen unter Wasser? Ja. Naja. Mit Schraubenangriffen natürlich. Ja! Das ist der Hubschaus unter Wasser. Ah, da hat Glibberfallen. Ich wollte gerade sagen, da ist Glibber am Boden. Zeit, ihn einzusammeln. Achtung. Um dann zu sehen, dass wir zwischendurch keine Pause gemacht haben. Scheinbar. Ne, unter Wasser kommt die Animation. Unter Wasser kommen Animationen doch nie, dass du neue Items eingesammelt hast. Ja, zum Glück. Theoretisch werden wir diese Animation allerdings wieder sehen, wenn wir den nächsten Glibber einsammeln. Das ist eine gute Frage, ob wir die das nächste Mal sehen, wenn wir sie jetzt an Land einsammeln. Ziemlich sicher, weil wir die Animation halt nicht gekriegt haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Spiel nicht speichert, dass wir schon einen Glibber gesammelt haben, sondern dass das Spiel speichert, dass wir die Animation gesehen haben. Hm. Werden wir sicherlich noch sehen. Ja. Hat dieser Blubberblasenfisch gerade für seinen Tod eine Luftblase hinterlassen? Ja. Interessant. Ich habe so das Gefühl, das wird später noch sinnvoll. Kannst du wieder unendlich viele Steine spawnen, weil so ein Riesenviech ist. Ja. Dass ich ihn ganz viele zusammensetzen kann. Ja, und ein Schalter, für den wir mal wieder die Wand hochrennen müssen. Hey, so einen haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Und die Tür, die dafür aufgeht, ist die direkt links daneben. Ihr fragt mich nicht, warum dieser Schalter überhaupt da ist. Ich vermute jetzt einfach mal, die wollten dich daran erinnern, hey, du kannst das übrigens tun. Wahrscheinlich. Aber wenn diese Mechanik jetzt innerhalb dieses Dungeons nicht mehr sinnvoll verwendet wird, dann war das nicht sinnvoll, dass diese Tür da existiert. Dann brauchen wir den Greifhaken, um rüber zu schwingen. Scheinbar. Also wird dieses Spiel ziemlich sicher einen Greifhaken haben. Ach, komm schon, Schleim, hinterlass uns Glibber, dann werden wir mal sehen, ob ja oder vielleicht oder... Na. Kein Glibber, kein Glibber, okay, kein Glibber. Nein, wir müssen auf jeden Fall diese Tür. Das habe ich auch aufgemacht. Ja gut. Oh, Moment, ich muss mir noch kurz ein... Bernstein-Halbmond holen. Das nicht, aber hinter dieser Tür ist später ein Schalter, für den ich eine richtige Kombination brauche. Der Hinweis ist dafür irgendwo hier in diesem Raum, wenn ich mich recht entsinne. Okay. So muss ich mir den mal eben holen, weil ich den nicht mehr kenne. Okay. Das ist natürlich praktisch. Vorne ist außerdem eine Steintafel. Ja, und auf dieser Steintafel müsste der Hinweis stehen. Die Symbole auf der großen Steinstatue lehren dich die Sitten dieses Landes. Zuerst den Nacken. Zuerst den Nächstes Nacken, den Rücken. Dann den Rücken, dann den rechten Handrücken, dann den linken Handrücken. Nacken, Rücken, rechts, links. Nacken, Rücken, rechts, links. Klingt simpel genug. Ja. Aber ich wette, wenn wir davor stehen, kommt Fire Extra nochmal raus. Oh, übrigens, Gebieter, du hast dein Schild gelesen. Nacken, Rücken, rechts, links. Da bin ich mir ehrlich gesagt auch nicht sicher. Wäre nicht verwunderlich. Das wäre nichts Neues, das stimmt wohl. Okay, jetzt geht's weiter in den nächsten Raum, in dem sich hoffentlich unsere Ausdauer wieder komplett voll regeneriert hat, wenn wir durch die Tür durch sind. Ja. Hallo! Da ist eine Wasserfontäne, mit der müssen wir doch garantiert auch noch irgendwas machen. Aha! Ja, kriegen wir jetzt beigebracht, wenn wir aus hoher Höhe auf diese Seerosen drauffallen, dann kippen sie sich um. Aha, und dann kannst du da bestimmt mit dem Greifhaken dran greifen, der bestimmt nicht das Dungeon-Item hier sein wird. Ja. Und Skulltulas! In der Tat, die haben wir schon länger, gesehen. Ich wollte gerade sagen, länger nicht mehr genießen dürfen. Fangstoß! Waren da überhaupt noch welche in dem Waldtempel? Ich erinnere mich gar nicht mehr.
Ich glaube, da haben wir welche. Haben wir da welche getroffen? Nee, ich glaube nicht. Hm. Tschüss, Skulltula! Fangstoß! Ist das andere Versionen von denen? Die sehen irgendwie so röter aus. Nee, sind nur dieselben. Na gut. Naja, ist ja auch nicht so, dass unser Schwert irgendwann mal stärker geworden wäre. Also. Die geht auf jeden Fall einfach nur zurück. Diese Wassersäule trägt uns wieder zum Anfang zurück. Okay. Falls wir den Hinweis für diese Tür da nicht gesehen haben. Okay. Das sieht nach einer Tür aus, bei der man mit vier Steinen drin muss. Was trifft die vier Steine, wie es die Sitten dieses Landes verlangen, und der Weg öffnet sich. Deshalb mussten wir dieses andere Schild lesen, an dem steht, wir müssen dieses Landes lernen. Ah ja. Also in diesem Land ist es Sitte, Leuten erst in den Nacken zu schlagen. Nacken, Rücken, den Rücken, dann rechts und dann links. Das macht keinen wirklichen Sinn. Die Tür ist natürlich nicht aufgegangen, aber hey. Du hast oben getroffen. Hat er jetzt gerade ausgesehen. So, Nacken, Rücken, rechts, links. Warum funktioniert das nicht? War das links, rechts? Mach links, rechts. Links. Ich bin verwirrt. So, links, rechts. Okay, so, links, rechts. Hab ich mir wohl irgendwie gerade eben direkt die falsche Kombination gedreht, nachdem wir es gelesen haben. Egal, hat ja funktioniert. Stimmt, es ist der Konami-Code, nur statt oben, oben, unten, unten, links, rechts ist oben, unten, links, rechts. Ah ja. Damit kommt somit wollte ich mir das eigentlich auch gemerkt haben. Na egal. Schade. Schade, hat nicht so gut funktioniert, wie ich wollte. Ja, wir sind trotzdem durch die Tür gekommen, das ist die Hauptsache. Genau, das ist das Wichtigste. Dann schnapp dir diesen Rubin, er ist wichtig. Ja. Und scheinbar ist es Zeit für Käfer-Action. Nee, da können was kommt das ins Wasser schmeißen. Sterben wir, wenn wir im Wasser landen? Pronk. Gut, ja. Dass wir einen extra verstärkten Super-Turbo-Käfer haben. Jetzt beschleunigen. Das hat nicht gut funktioniert. Nee. Moment, das versuchen wir gleich nochmal. Donk. Gut, dass es ein verstärkter Super-Käfer ist. Beschleunigung. So, langweilig. Ja. Na gut, beide Skulltulas sind im Wasser gelandet und verpufft. Ja. Skulltulas konnten keine interessanten Items hinterlassen, oder? Ich meine nicht. Skulltulas können nichts fallen lassen. Oh. Hüpf. Da oben finden wir ein großes Nichts. Aber wir können auf die andere Seite mit dem Käfer rüberfliegen. Das hätten wir allerdings auch so gekonnt. Stirb, Vandula! Bam! Skull-Vandula! Muhaha, tot. Und da haben wir wieder ein weiteres Blatt umgedreht. Ah ja, einige von denen haben also ganz viel Krempel unter sich. Hast du gerade Schaden durchgenommen, dass du die von unten berührt hast? Wenn man da reinschwimmt in diese Stacheln von unten, dann kriegt man auch Schaden. Das soll Stacheln sein, ist nämlich nicht mal wirklich als Stacheln registriert. Stachelig. Naja, das Spiel meint. Da unten ist ein roter Rubin. Das habe ich damit freigelegt, dass ich das Ding umgedreht habe. Sonst hätte ich ja nicht reinschwimmen können. Aha, willst du da nicht reinschwimmen oder geht's doch nicht weiter? Achso, ich dachte, hier oben wird's weitergehen. Nee, ich will das Ding hier aber noch umdrehen. Nichts wirklich. Ja gut, dann legen wir hier scheinbar auch noch einen Gang frei. Ja. Und da links ist auch nochmal ein 2-Rubin-Gang, 3-Rubin-Gang. War's das oder kannst du da mit der Schraube durch? Das war's. Wunderbar. Und nicht mit der Schraube durch. Das ist ja sinnvoll. Ja. So, da unten müssen wir lang, also wollen wir erstmal da unten hin. Ja, und sammeln die 20 Rubine ein. Das ist die gesamte Belohnung mal wieder. Ja. Die waren mit größeren Rubinbelohnungen innerhalb von Dungeons durch so kleinere Rätsel sehr unfreundlich in diesem Spiel. Na gut, weiter geht's auf die andere Seite. Da gibt's auch 20 Rubine. Wir haben ja am Anfang des Dungeons schon 200 Rubine bekommen. Ja, aber, ne. Das heißt ja nicht, dass man innerhalb des Dungeons deswegen plötzlich so kniekrieg sein muss. Bam, bam, bam! Oh. Alle drei mit einer Schraube kaputt gemacht. Killer lang zerstört die Einrichtung. Wuhu! Und das hat nicht so gut funktioniert. Boah, sehr besser. Schön, sehr schön. Speedrun-Strategien. Ja, total. Öffnen. Auf in den nächsten Raum. Beziehungsweise auf in den Raum, wo wir hergekommen sind. Achso. Jetzt sind wir wieder in dem Raum mit der Wasserfontäne. Nur, dass wir jetzt an diese Schatzung kommen. Einen kleinen Schlüssel. Ja. Bada, 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 bada. Du hast einen kleinen Schlüssel halten. Yay. Damit lassen sich verschlossene Türen in diesem Gebiet öffnen. Ja, aber nur ein einziges Mal. Danach bricht der Schlüssel ab. Ja. Also ab in die Fontäne. Whee! Sehr schön. Ja, jetzt müssen wir da oben langsam rausschwimmen. Da war sich hier oben einer der ersten Gegner rund. Ja, warum nicht? War auch schon am Anfang so schwer, ist jetzt nicht schwierig, ist irgendwie nicht schwieriger geworden über die Zeit. Wie gesagt, in diesem Spiel ist ja bis jetzt immer noch unser Schwert kein Stück stärker geworden, im Gegensatz zu anderen Zelda-Spielen. Abgesehen von unserem Übungsschwert, das wir irgendwie für 20 Minuten hatten und dann ein doppeltes Upgrade direkt gekriegt haben. Seitdem wir diese Gegner das erste Mal gesehen haben, ist das Schwert nicht stärker geworden. Ja. Was wollte ich sagen? Ja, im Gegensatz zu anderen Zelda-Spielen, in denen dein Schwert teilweise über den Verlauf des Spiels einfach viermal abgegradet wird oder so. Ja.
so, wo du die Upgrades dann noch zwischendurch mal so als Sidequests holen kannst. Weil hier ist ja bis jetzt gar nichts gewesen, was Schwert-Upgrades betrifft. Ja. Von daher macht das auch keinen großen Unterschied, ob dir jetzt alte Gegner einfach nochmal geben oder ein paar neue hinstellen. Ja. Ja, hallo, verschlossene Tür. Plonk. Plonk. Lank, du hast dir gerade den Fuß gebrochen, indem du dir dieses Ding auf den Fuß hast fallen lassen. Ja. Was ist das? Es sieht nach einem Rätselraum aus. Ein Schalter und da oben ist schon die Bosstür. Interessant. Ich schätze mal, so schnell werden wir da oben allerdings nicht hinkommen. Sagen wir mal, wir kommen da relativ schnell oben hin, aber wir werden den Schlüssel nicht so schnell kriegen. Na sowas. Gebiete, meine Analyse hat ergeben, dass sich im oberen Reich ein großes Tor befindet. Meine Augen haben das gleiche Ergebnis. Wow, das war alles, was sie uns gesagt hat. Ja. Wenn wir erstmal nicht nach oben kommen, gehen wir erstmal nach unten. Ach Gott. Und Zwischenboss. Lange nicht gesehen. Aber diesmal ein verbessertes Stahl. Das ist ein goldener Stahlfuchs. Ja, vier Arme. Ja, ne? Dies ist ein Stallmeister. Schöner Name. Ja. Dieser Skelettgeneral verfügt über vier Arme, mit denen er seine Feinde attackieren kann. Ja. Nutze den kurzen Augenblick, in dem er sich zum Angriff vorbereitet, um ihm Schaden zuzufügen. Können wir noch bomben und so einfach verwundbar machen? Willst du aber scheinbar nicht. Im Prinzip ist er immer noch genauso wie die anderen, oder? Nur halt... Doch, benutzt er ja auch nur zwei Arme. Nur halt irgendwie stylischer, stimmt. Irgendwie könnte er seine anderen beiden Arme mal dazu verwenden zu blocken oder... Äxte zu ziehen. Jetzt haben wir nur noch eine Stelle, von der wir angreifen können. Finde ich cool. Jetzt hat er theoretisch vier Waffen, um alle vier Richtungen zu blocken, aber trotzdem benutzt er alle vier nur, um damit drei Richtungen zu blocken. Ja. Ach, jetzt blockt er mal kurzzeitig alle Richtungen. Und hält die Axt einfach nur bereit, um zuzuschlagen. Ich wollte eigentlich nur meine Hand nur in die andere Richtung drehen, aber... Warum benutzt er nicht eigentlich einfach vier Äxte, wenn er nicht so viel hat? Das ist doch viel cooler als drei Schwerter und eine Axt. Bam! Du bist getroffen. Das ist mir ärgerlich, wenn man einfach nur die Hand auf die andere Seite bewegen will, um von da aus angreifen zu können und irgendwie kann man nur das Angriff annimmt. Lank denkt sich, uah! Da hat jemand einen Angriff befohlen. Komm schon. Fall um, du blöder Skelettgeneral. Ja, von denen werden wir noch mehr sehen, oder? Die Stahlmeister brauchen einfach nur eine Weile. Also viele von denen gibt es gar nicht. Ja, das ist gut. Einfach nur irgendwie nervig, die so in so langen Kämpfen zu besiegen. Nice, wie viel funktioniert? Angriff, drei, vier Waffen gleichzeitig. Oh ja. Gott. Wenn er dieses, wenn er nur das Loch in der Mitte freilässt, dann kann man ihn natürlich, könnte man theoretisch Stechen benutzen, aber das Stechen sieht ja sowieso so schlecht. Das geht eigentlich. Fans! Kannst du nicht jederzeit eigentlich stechen, oder? Er hat seinen Helm verloren, oh mein Gott. Oh wow, seinen Helm. Jetzt wird er noch ein bisschen schneller. Das ist ja wunderbar. Der Helm war eine extreme Geschwindigkeitsreduktion für dieses Skelett. Ja. Wie kann überhaupt das Gewicht seiner Rüstung seine Bewegung einschränken? Er hat keine Muskeln, die dadurch beschränkt werden würden. Ja. Merkwürdig. Da müsste man jetzt analysieren, wie genau Skelettkrieger funktionieren. Ja, ist ja wie Fei auch schon sagte, dass die normalen Stahlfaust stärker sind als zu ihren Lebzeiten, obwohl sie keine Muskeln mehr haben. Ja. Irgendwie merkwürdig. Bam! So, endlich! Gott, hat der Kampf lange gedauert. Ja. Ja, und ein sehr komödiantischer Abgang. Für einen kleinen Zwischenboss-Gegner. Tja, und was wird Tür ist offen. Hinter dieser Tür erwarten? Ich hoffe mal, der Boss-Schlüssel, damit wir den bald einsetzen können. Aber ich bezweifle es stark. Also, bis zum nächsten Mal, wenn wir es herausfinden. See ya! Aloha!